Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Banished. Ja, wir sind immer noch in Hopetown. Wir sind im vierten Jahr, wie man hier oben unschwer erkennt. Ich habe mal das Spiel pausiert. Und ja, besonders viel ist natürlich noch nicht da, aber das dauert natürlich seine Zeit lang, so ein Spiel. Von daher schauen wir mal, ob wir jetzt das Ganze noch ein bisschen erweitern können. Wir drücken mal auf Start. Wir brauchen Werkzeuge. Die Dame hier unten sagt's. Wir brauchen Werkzeuge. Und er hier produziert Werkzeuge. Vermeintlich. Ist da überhaupt jemand? Wo ist denn der Herr Schmied? Der Herr Blacksmith. Da ist er. Was macht denn der? Trägt gerade Fische rum? Oder was macht er? Was macht er denn? Hat sich anscheinend Holz geholt. Wir machen mal ein bisschen schneller. Gehen wir in den Follow-Modus. Der war wahrscheinlich kurz zuvor noch irgendwie am Sammeln. Na, jetzt gibt es wohl Werkzeuge gleich. Da. Da kommen die ersten Werkzeuge. Eine Hake und eine Heugabel. Sie holt ab. Ne, sie holt Fisch ab. Hä? Was ist mit denen hier los? Das ist ein Kind. Steht einfach nur rum. Ah, und er bringt jetzt seine Werkzeuge weg. Sollten jetzt gleich Werkzeuge hier ankommen. Da kommt er. Und? Keine Werkzeuge auf Tasche. Wahrscheinlich so schnell verbraucht. Jetzt haben wir alle möglichen ohne Werkzeuge. Können wir noch mehr einsetzen beim Schmied? Nee. 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 Einer von eins. Eins von eins. Mehr geht nicht. So, wie kommen wir denn überhaupt an Eisen? Das würde mich mal interessieren. Wir haben 66 Eisen. Kommt hier noch Eisen? Ist irgendwo eine Mine? Oder müssen wir jetzt hier... Das wurde im Tutorial ja nicht erklärt. Wo war das denn hier? Collect Iron. Moment mal, wo kann man denn Eisen sammeln? Remove Roads, okay. Und geht jetzt hier jemand hin und sammelt Eisen? Ach was, ist das hier vielleicht, sind das hier vorne vielleicht gar keine Steine, sondern Eisen? Probier ich jetzt mal. Das scheint Eisen zu sein. Ich dachte immer, es wären Steine und bin auf Steine gegangen, dass es removen soll und jetzt ist es Eisen. Das sieht man ja auch, das ist ja viel dunkler als der Stein hier drüben. Mann, Mann, Mann. Da nehmen wir doch gerade mal hier komplett das Eisen mit. Und hier lassen wir es. Bitte hier nichts mehr removen. Alles klar. So, Food is low. Wo sind wir denn? Im frühen Sommer? Ne, da kommt doch gleich wieder was rein. So, Werkzeuge werden auch produziert. Sehr schön. Es geht voran in Hopetown. Yeah! Eine Taverne. Oh, das wäre ja was für die Bewohner. Eine Mine. Use mine on... And coal out of the ground. Mines cannot be removed once placed. Okay, die können nicht entfernt werden. Ein Schneider. Herbalist haben wir schon. Den Schmied haben wir. Ein Schneider wäre noch was, ne? Wollen wir hier dort auch drüben dran setzen? Komm, das machen wir. Dann gibt es bessere Klamotten. Dann müssen die wahrscheinlich auch nicht so viel heizen, wenn sie bessere Klamotten haben. Den setzen wir hin. So.
überlege gerade, ob ich noch mehr Häuser setze. Aber dazu brauchen wir erstmal mehr Felder. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Man könnte natürlich jetzt hier... Entschuldigung. Roots and Berries. Ah, da kann man Sachen sammeln. Ein Gatherer's Hut. Ich dachte, das wäre der Herbalist. Na, dann setzen wir den doch hier rein, oder? Und zwar hier so, oder? Wo würde das denn Sinn machen? Hier, so. Hier setzen wir den an die Straße ran. So, genau. So, in der letzten Folge wollte ich ja eigentlich planen, hier drüben Felder anzulegen. Beziehungsweise, was sollte ich tun? Waren das Obstgarten haben wir. Da kommt auf jeden Fall gleich Essen rein. Hunting Cabin haben wir schon. Tiere züchten, das wäre doch was, oder? Dann setzen wir erstmal eine Straße. Können wir später wieder entfernen. Wobei, so lange brauchen wir die gar nicht. So. Und dann Tiere. Dann könnte man überlegen, machen wir vielleicht hier nach oben. Dann noch eins nach oben. Ah, dann kommt ja auch so eine Hütte mit drauf. Das gefällt mir ganz gut. Machen wir noch ein bisschen höher. So. Haben wir eigentlich irgendwas im Überfluss? Eigentlich nicht im Moment. Sonst könnte man noch ein bisschen... noch ein bisschen handeln, dachte ich mir. So einen kleinen Handelspost. Aber im Moment lohnt sich das noch nicht wirklich. Gerade, ob ich die Straße eins höher setze. Wie weit ging das denn hier rein? Passt höher. Ich wollte einen Weg. So. Bis hierhin würde es gehen mit dem Weg. Dann setzen wir den auch und dann removen wir aber den Weg. Und zwar die Straße. Die machen wir weg und setzen eine neue Straße hier ran. Genau. So, wie sieht's denn aus? Wir brauchen Kohle. Kohle brauchen wir. Gucken, ob sie jetzt den Weg hier abziehen. Hätte ja gleich mal den Weg entfernen können. Ah, ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn hiermit aus? Material ist da, jetzt muss nur noch angebaut werden. Setzen wir mal noch ein Bilder mehr ein. So, jetzt sind sie alle drei dran. An der Schneiderei. Kriegen wir noch zwei Häuser hin? Moment mal. So. Hier ran eins. Das passt nicht, okay. Also wir kriegen hier sowieso keine zwei Häuser hin. Das heißt,
Wenn der Weg hier weg ist. Wenn er weg ist, können wir hier noch Häuser hinbauen. Und zwar zwei oder so. Eins, zwei, genau. Ein Schneiderlein. Setzen wir auch ein. So, wie kommen wir denn an Kohle? Das war doch hier irgendwo. Iron and Coal. Uses a Mine Stone from Ground. Stone aus dem Boden holen. Wow, das ist groß. Wo müssen wir sowas denn hinsetzen? Ich würde doch gerne in irgendeine Richtung das Dorf erweitern dann. Oder hätte ich vielleicht... Warte mal, genau. Ich habe da so eine Idee. Das wird abgerissen. Nein, nicht bauen. Oh, wie weit sind die denn? 36 Holz haben sie gerade mal. Gut. Sorry, wir müssen das nochmal entfernen. So. Und zwar... eine Mine. Wir müssen das Dorf hier irgendwie erweitern. Das heißt, wir brauchen hier drüben den Platz für das Dorf. Dann würde ich nämlich eine Mine hier unten hinbauen. Oder vielleicht... Oh, der hat über Bäume gepflanzt. Seht ihr das? Diese kleinen Setzlinge? Coole Sache. Das wird schöner. Lassen wir das nämlich als Waldgebiet hier hinten. Vielleicht können wir das hier oben irgendwo hinsetzen. Hier geht noch ein Weg durch. Das wäre doch eine Idee, oder? Wie viele Ressourcen brauchen? 48 und 68 Stein. Da haben wir noch genügend. Das passt da nicht hin. Warum passt das da nicht hin? Das liegt an der Beschaffenheit des Untergrundes. Ah, das muss hier in den Berg reingesetzt werden. Okay, verstehe. Hier haben wir auch noch einen Berg hier hinten. Wie sieht es denn hier aus? Auf ganz freie Fläche geht das wohl nicht, wa? Nee. Der muss an irgendeinen Berg ran. Hier ist Berg. Wenn man das Ding jetzt dreht, so würde es gehen. Kann ich es auch... Ich meine, in SimCity würde mir jetzt die Bohne eins um die Semmel hauen, wenn ich hier so ein Bergwerk hinbaue. Aber weißt du was? Das mache ich jetzt einfach. Jetzt habe ich den Weg zwar hier schon entfernt, aber das lässt sich ja wieder rückgängig machen. The reserve of lock is low. So, sorry, da muss ich gerade den frisch gebauten Weg. Ja, genau. So. Werde ich mich da drüben das weiter ausbauen. Kriegen wir hier noch ein Haus hin? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Und dieses Material hier wieder abgeholt haben sie. The stone is low. Gut, da kommt jetzt das Bergwerk dann. Oh, wir haben gar keinen Stone. Mist. Wo kriegen wir einen Stone her? Was ist denn hier mit dir los? Der braucht einen Gatherer. Da kriegst du einen. Der ist mit Kräutern am Limit. Wir brauchen auf jeden Fall noch Stone. War denn gar nichts mehr? Ist das alles Eisen hier oder wie? Sieht so aus. Dann... wir brauchen... Stone. Da kriegen wir noch Stone her.
hier kriegen wir Stone her. Wunderbar. Und Holz fehlt uns auch. Verdammt. Moment, wie kann das sein? Ach, weil der hier Brennholz cuttet wie bekloppt. Das heißt, dann nehmen wir doch hier auch den Wald mit. Weißt du was? Wir nehmen hier alles mit. Das hat mir schon mal vor. So. Probleme. Okay, du arbeitest erstmal nicht. Was fehlt dir? Iron? Nee, Iron hast du genügend. Holz fehlt, verdammt. Gut, dann ein Bilder weniger, zwei Bilder, ein Bilder langt. Könnt ihr mal hier drüben einsammeln, bitte? Was ist mit dir los? Fragezeichen? Du hast keinen Job. Trailer? Okay. Und dann bist du... Wo sind wir denn? Wir sind im Frühling. Dann bist du ein Farmer. Schaffst du das? So. So, jetzt sieht es doch ganz gut aus. Jetzt kommt wieder Holz rein gleich. Der Förster hat ja hier schon Bäumchen gepflanzt. Hier sieht man die ganz kleinen Setzlinge dazwischen. Die holen sie jetzt auf jeden Fall Stein. Was fehlt denn hier noch zu unserem Glück? Holz. Das haben wir schon mitgenommen hier unten. So, jetzt haben wir wieder Holz drin. Oder es kommt langsam Holz. Ah ja. Jetzt wird hier gebaut. Im Moment sieht es ja noch sehr unförmig aus. Ja, im Moment gefällt mir die Gestaltung dieser unserer kleinen Stadt Hopetown noch nicht so. Wobei die es, glaube ich, nicht interessiert. Ja, ja, Lock ist low, ich weiß. Ob die es nicht so interessiert, ob neben den Wohnhäusern hier so eine Industrie ist. Zumindest habe ich noch nicht das Gefühl. Warum haben wir denn hier einen Arbeitslosen? Was ist denn los? Warum sucht er sich denn keinen Job? Verstehe ich nicht. Ich kann es ja nicht bestimmen. Mal die Herb Limit nach oben. Vielleicht hört er dann, vielleicht baut er dann weiter. So, wir sind im Frühsommer. Das heißt, demnächst kommt wieder Essen rein. Da haben wir eigentlich auch genügend. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Können wir da unten vielleicht den Wald wegnehmen? Wo bauen wir denn die Stadt weiter auf, überlege ich mir gerade. Vielleicht hier runter. Und hier drüben mehr noch Felder. Und wenn ich neue Felder habe, kann ich die wegnehmen und noch zu Wohnhäusern machen. Aber dann ist hier das Ding da. Nee. Ich glaube, ich würde ganz gerne die Fläche hier verwenden. Dass wir hier drüben unsere Stadt aufbauen. Wobei am See da unten ist halt auch ganz schön, gell? Nur hier haben wir wenig gerade Fläche. Wenn ich das hier so sehe, wir drehen das Ganze mal. Doch, hier haben wir Fläche. Ne, hier sind wieder die Berge. Hier ist so eine Landzunge. Hier haben wir auch nicht. Hier oben ist schon eigentlich schön viel Platz. Hier könnte man die Stadt etwas vergrößern.
Komm her, das machen wir jetzt auch. Wir sagen, ihr baut ab. Und zwar alle Ressourcen. So. Da können sie Ressourcen holen. So, die Mine entsteht. Dann bauen wir nämlich die Häuser darüber und hier drüben ist mehr so Industrie und so weiter. Und wie sieht's aus mit der Mine? Setzen wir nochmal ein Bilder dran. Kommen wir mal an 4. Und die lassen wir auch mal wieder arbeiten. Wolle oder Leder? Ach, Moment, ich habe kein Leder und ich habe keine Wolle. So, wir sind im Herbst. Das ist abgeerntet. Wir haben 1388 Essen. Das sollte uns beim Winterbringen. Wir haben genügend Holz. Und wie schaut's aus? Da geht jemand gerade, die laufen hier unten drin. Na gut, ist nur bei der Erstellungsphase. So, die dürfte uns nämlich dann genügend Kohle und Stein bringen. Jawohl. Oh, hier können viele Leute drin arbeiten. Wir setzen erstmal 2 ein. Und ziehen hier noch 2 Bilder ab. Und dafür setzen wir die hier oben. Das speichert er gerade. Nochmal einen, haben wir 3. Iron and Coal. Was können die alles? Du kannst auch Produkt Iron oder Kohle. Was brauchen wir denn? Eisen haben wir eigentlich eine Menge. Ich würde jetzt erstmal auf Kohle setzen. So, wunderbar. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, ich würde gerne Schafe züchten. Das heißt, das machen wir hier unten. Wie weit geht das denn hier? Das funktioniert nicht. So. Naja, also muss jetzt erstmal das Material dahin. Haben wir da genügend? Holz brauchen wir. Ja. Ich glaube ja, hier oben wird ja fleißig abgebaut. Die produzieren jetzt Kohle, oder? Hier sind noch kleine Kohleberge. Wird das abgeholt? Kann man das Ding hier noch erweitern? Moment, remove. Kann man es removen? Ich würde es gerne noch erweitern. Ich hätte das ganz gerne noch ein bisschen größer. Hier lassen wir vielleicht noch einen Weg. So. Nutzen die jetzt das Holz, was hier abgebaut worden ist, würde ich mal gerne wissen. Wird das in irgendeiner Form oder wird das einfach nur gerade umgesetzt? Man hat doch gerade Fische da hingetragen. Vielleicht sind es einfach nur die Symbole.
2000 Essen, also Essen haben wir wirklich genügend. Wir sind im frühen Winter. Wie viel haben wir an Bilder? 72 Holz. Jetzt lassen wir einfach mal so laufen. Geben wir mal ein bisschen Gas. Zehnfach. Machen wir drei Bilder. So, 2 auf 2, es macht keinen Sinn, mehr einzusetzen. Genau. Ziemlich anscheinend die Projekte, die dann laufen. Auch nochmal einen Sammler. Da haben wir nämlich noch Platz. Wir können auch noch einen Jäger, einen Forester einsetzen, einen von dem Herbalist. Einen Brauer, einen Bierbrauer. Das wäre dann für die Kneipe. So, wann bringen die das Holz hier hin? Haben sie das immer noch nicht mitgenommen? Was wird denn gebaut bei den Bildern? Warum bilden denn die Bilder nicht, sondern gathern hier wie bekloppt? Weil das der primäre Auftrag ist, abzubauen? Hm. Komisch. Na gut, wir fahren mal die Geschwindigkeit runter. Wir sind nämlich am Ende einer Folge von Banished. Haupthahn wächst so langsam. Ich weiß nicht, warum die hier immer noch ein Fragezeichen haben und sich nicht einfach eine Aufgabe suchen. Aber wir werden es dann vielleicht demnächst erfahren. Was bist du denn? Gar nichts. Jobsuchend. Wir kriegen es raus. Wir kriegen es raus. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Warum wird die Kohle hier nicht abgetransportiert? Verstehe ich auch noch nicht ganz. Werden wir auch noch rausfinden. Ja. Bis jetzt gefällt es mir gut. Euch auch. Lasst mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns zur nächsten Folge von Banished wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.